Und wieder ist am Kaffeesaufen. Guten Morgen. Willkommen zurück. Aberration Arc. Ich will heute mal so eine Ladungslampe bauen. Müsste hier gewesen sein. Da ist sie. Und die braucht aber noch Ball außer Start und Gas. Den cheat ich mir einfach. Den Ladungsspeicher habe ich mir jetzt gerade geladen in einem Knoten. Ja, ne? So, den kann ich reinknallen. So, dann hätte ich den schon drin. Jetzt brauche ich nur noch den Ball außer Start und Gas. Ich glaube, da habe ich mir schon was hergecheatet, nur nicht so viel. Moment. Cooking, hier steht alles nichts dazu. Cloated Element. Artifacts, das sind wir gerade drin, glaube ich. Ja, das Treue ist kurz. Nee, warte mal. Ball. Ach so, das geht ja so nicht. Wenn ich Gas eingebe, Gasbags, Gasball. Concrete Gasball. Ich bin auf der englischen Seite, genau, da bin ich vergessen. So. Okay. Ja, sorry, wie gesagt, ich habe jetzt keinen Nerv, da wochenlang noch länger zu brauchen, nur um die Sachen her zu spawnen. Farmen kann man natürlich machen, ist ganz klar. Die Karte ist auch nicht schlecht, die ist interessanter als die Scorched Earth. Aber nee, ich gehe dann wieder auf meine Ragnarok. So, bestimmt nicht aber einmal, sondern so oft wie es geht. Das sind wahrscheinlich zwei oder Stacks oder so. Gucken wir mal. Ja, 100 sogar nur. Egal, mach mir noch ein paar davon, damit ich noch keinen Stress habe. Ich muss nämlich auch noch die Rüstung. Habe ich die Rüstung schon gebaut? Bin ich sicher. Die Strahlenschutzrüstung. Ja, ich will jetzt nicht weiter rumcheaten hier. Ich möchte gerne weitermachen. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann kann man jetzt nämlich bei Sonstiges. Ist bei Sonstiges dabei? Nee. Wo ist die blöde Ladungslampe überhaupt? Ist doch keine Waffe, oder? Elektrisch? Nee. Verteidigung? Nee. Eher nicht. Ja, nee, ist klar. Navigation? Nee. Wo ist die scheiß Ladungslampe? Metall? Nee. Komisch. Tech ist ja kein Tech. Nee. Waffen? Ist das echt eine Waffe? Das ist eine Waffe! Das ist so ein Blödsinn. Ja gut, schalt ein. Und stell mir das Ding her. So, die kann man dann rechargen an den Knoten, glaube ich. Irgendwie so. Ach, die Knoten sind... Die Speichers werden nur entleert. Die werden gar nicht verbraucht. Das ist ja noch besser. Das ist ja geil. Gut, die ist jetzt geladen. Waffe umfunktionierte Ladungslampe, die lähmt und Schaden verursacht. Ach so, das ist aber als Waffe. Okay. Als hält sie ja im Bereich frei von Gefahren schaffen. Benötigt die Ladungsbatterien zum Betrieb. Aha. Die ist dann doch eher eine Waffe. Okay, und wo ist die Ladungslampe? Ist eine Waffe. Ja, aber gibt es die nicht besser? Hä? Gibt es die nicht auch als ganz normales? Das verstehe ich jetzt nicht. Sorry, jetzt muss ich noch mal gucken. Es tut mich ja, sorry. Ladungs. Ja, da komme ich hier auf den Speicher. Den kann ich ja herstellen. Nur die Lampe ist nicht da. Ja, ich stelle mir gerade Munition her. Ne? Das Ei müsste auch fertig sein soweit. Ich weiß noch nicht, was der Rock trägt, frisst. Da muss ich gleich mal gucken. Das sollte ich vielleicht vorher gucken. Wo habe ich mein Buch? Das habe ich nicht da. Ah, dann muss ich den so suchen. Also das Gasball haben wir genug. Jetzt gucken wir schnell mal Rock Drake. So, wir wissen schon, wir können den nicht zähmen. Dangerous Taming. Cannot be tamed, genau. Steal and hatch a rock drake. Jawohl, und da habe ich auch welche gefunden. Reaching the nest, stealing an egg, haben wir alles gemacht. Raising your drake.
Rock Drake, er kriegt via very low temperature the incubate properly. Ah, die müssen niedrig sein, deswegen. Aha. Beating Quetzal in lowest temperature requirements to hatch. Okay, also an sich Quetzal war immer der kälteste. Ja klar, das ist eben der oben im Gebirge wohnt. Im Norden von Originalinsel. Hatching the egg requires a massive amount of air condition. Das ist gar nicht wahr. Weil ich habe ja nur, ich habe ja die Steampunk, da müsste einer reichen. Hoffe ich. Euer Krieg auf die Metrodon. Is high damage stats to increase the insulation. Ah ja. Once hatched, the babies cannot be fed raw meat like most other carnivores. They require special food. And will not consume meat until they are fully grown. Unlike newborns, however, the act of getting this food is far easier than having to tranquilize. Growing young Drakes require nameless venom. Okay, das Gift der Nameless, ja, das kann ich mir ja einfach cheaten. Ist mir doch egal. The Staff of Salvation. Each feeding provides 300 food points and they may even ask it for it when imprinting. Also bei der Prägung. Kann sein, dass auch das nochmal wollen. This venom is rarely obtained from killing and harvesting nameless. An easy task if you have a good strong amount. Ja. And simply walk around the biome luminescent region. Ja. Without the charge light to draw them out. Natürlich, man muss sie rausholen, also man darf kein Charge Light dabei haben, ist klar. Weil Baby Drakes lose food points more slowly compared to other young creatures, much like Baby Bewehren, it's still a good idea to build up a small stockpile of Venom before hatching the egg. Ja, Venom spoils quickly, but can last for several hours and it tames and even longer in a preserving bin. Okay, passt. Haben wir hier irgendwo einen Ark-Kühlschrank? Nee. Also nicht in der Nähe leider, aber ist egal. Schmeißen wir es hier rein. Hoppala! Okay, achso, wir wollten das Nameless Venom eben holen. Ich habe ja schon einiges gehabt, das ist natürlich nur mittlerweile kaputt gegangen, ist ja klar. Logisch. Nur jetzt nochmal losgehen. Ich bin einfach zu faul. Es tut mir leid, ich bin zu faul. Ich möchte dann jetzt auch langsam mal die ganzen Gegner noch besiegen und dann weitersehen, ne? Hier ist ja schon fast der letzte. Die nächste Karte, die kommt, ist Extinction. Die letzte, das ist beendet dann. So. Einfügen. Aber natürlich nicht nur eins, sondern bitte das Maximum. Ich weiß nicht, welche Stackgrößen das hat. Hä? Gibst du mir auch mehr davon oder nicht? Geht es nicht? Oh. Oh. Ich kann, das ist ja heiß. Wie lange hält es hier drin? 2 Tage, perfekt. So, alles rein. Kann ja nicht alles gleiche übertragen, das wäre halt schön, aber ich kann nur alles übertragen, glaube ich. Ja. Aber ich kann nicht sagen, alles von derselben Art übertragen oder so. Das geht leider nicht. Das ist ein bisschen blöd. So eine Ladungslampe habe ich, aber das ist eigentlich eine Waffe. Das kann aber nicht sein, aber das muss die sein. Es gibt ja keine andere. Ich gucke mal in S Plus oder was. Oder wenn ich so vielleicht gucke in meinem Inventar craften, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich jetzt nervig, dass das alles einzeln ist. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht so viel auf einmal genommen. Weil die jetzt alle rüberzubringen, da vergammeln sie ja schon, da fangen sie ja schon das Gammeln an. Aber gut. Was soll's. Wie lange hält das im Inventar? 3, halbe Stunde. Ist genauso wie Babymilch. Wüfern. Aber es hält sehr viel länger, weil die Wüfernmilch hält nicht so lang. Die hält nämlich auch noch ein paar Stunden. Okay, Ladungslampe haben wir. Ich gucke jetzt gleich nochmal, ob es da was anderes gibt. Wenn nicht, dann ist das jetzt das, was wir haben. Das ist okay. Dann stellen wir jetzt Munition hier nochmal wie bekloppt. Und dann heißt es nämlich im nächsten Part, eventuell mit dem Rocktrack, bin mir noch nicht ganz sicher, und dem Spino in Richtung Höhle gehen, und zwar Railway Cave. Da finden wir das erste Artefakt. Und dann wollen wir da Artefakte sammeln, ne? Vielleicht gehen wir sogar, Schatz, das haben wir mal an die Oberfläche. Müsste man mit einem Seilrutsche und was machen? Oder mit der Armbrust und dem Kletterhaken? Ja, komm. Ich kann fliegen, ne? Ich bin der Beste. Machen wir schon. Fliegen wir ein bisschen hoch. Ey! So, aber das muss ich jetzt praktisch nochmal laden. Das Ding, das ist noch gar nicht geladen. Da ist voll. Oh, Scheiße. Das ist ja cool.
Ich brauche noch mehr Steam-Eisboxen. Warte mal, ich habe hier einen Preserving-Bin. Ist da auch was drin? Ne, da ist kein Zeug drin. Dann hält es natürlich auch nicht länger. Habe ich nicht irgendwo. Hä, cool. Ich habe hier keine. Doch, da. Okay, her damit. So. Wie lange hält es hier drin? Ja, da hält es ja auch schon 4 Stunden. Das passt schon. Rein damit. So, jetzt holen wir uns nämlich das Viech. Sorry, Vorbereitung gehört halt auch ein bisschen dazu. Ich meine, ich mache ja schon viel raus und ich verkürze diese Vorbereitung eh schon drastisch, weil ich eben rumcheate wie bekloppter. Aber es dauert halt trotzdem immer noch. Ne? Ist einfach so. Oh, das wiegt ganz schön was, diese scheiß Gasbälle. Die sollten wir auch mal loswerden noch. Gucken, wo man die noch brauchen kann. Irgendwas war da. Auf jeden Fall eine Gaspumpe. Nee, da war es nicht. Dafür brauchte ich es nicht, glaube ich. Ja, mal schauen. So. Hey. Das auch. Danke. Gift der Namenlosen haben wir. Wie viel Sprit hast du? Du hast ja nicht genug Sprit, ne? Wie viel Munition habe ich denn? Oh. Echt, habe ich so viel Munition? 900 Schuss? Das ist genug. Okay. Scharfschützengewehr dabei? Nee, habe ich nicht. Habe ich es gebaut? Ich glaube schon. Habe ich es schon verbessert? Ja, da ist es. Bräuchte ich noch ein bisschen Munition dafür, ein gutes. Ach, da habe ich sogar dann die Soundstone-Versions rein, damit sie weg sind. Cool. Wo war der zweite Station hier? Was ist da noch drin? Nix. Cool. Weil ich auf der Blueprint Station war, statt auf der Upgrade Station auch gut. Ah ja, Raketenwerfer habe ich nämlich hier gemacht und hier auch die Pumpgun, aber ich habe eine bessere, oder wie? Ja, die haben besseren Schaden, sehr viel besseren. Haltbarkeit, ja, ist noch in Ordnung, aber ich könnte sie auch erstmal reparieren. Während er noch an ist. Muss ich das auch reparieren? Nö. Das hat aber eine beschissene Haltbarkeit, das sollte ich erstmal vielleicht. Aber das ist schon überragend. Was ist denn das für ein Schrott? Was ist denn das für eine schlechte Haltbarkeit? Eieiei. Reparieren. Dankeschön. So. Haben wir das. Hatte ich noch irgendwas vor? Ja, Munition. Munition stelle ich mir aber daher. Waffen. Munition. So, hier. Ich brauche einfache Kugeln. 3 Stück. Ich kann mir also 400 Schuss von der Schrotpatrone herstellen oder so. Eins. 2, 3, 4. Ja. Passt. Viel Spaß ausführen. Arrivederci, bye bye. So. Nein, nicht schießen. Du müsstest fertig sein. Ja. Das wäre jetzt der Hammer, wenn ich das gegessen hätte. Das wäre jetzt echt der Abschuss gewesen, wenn ich es gegessen hätte. Das hätte mir echt ähnlich gesehen. So, schlüpft gleich das hässliche Viech. 4 Sekunden. 3, 2, 1. Da ist er. Na? Ey! Und wie nenne ich dich? Ja, einfach Rocky, ist doch jetzt scheißegal. So, komm mit. Aber du hast nicht gerade viel Leben. Da. Ach so, ich musste das ja selber reinfüttern. Das wird ja sonst nichts. Okay, jetzt geht es dir schon etwas besser. Du folgst mir, oder? Ja, das ist gut. Du folgst mir mal, keine Ahnung, hier runter. Komm mal mit. Kommt noch ein Stück weiter weg.
Dass du nicht dem Krokodil voll im Weg stehst, wenn du nachher wächst. Ist ja ein bisschen komisch. Okay. Sehen Sie wohl. So, wir haben einen Rock Drake. Was hat er denn überhaupt für Stats? Ey, das hörst du mir nicht mehr voll. Ja, mach das Wendering aus. Du Spinne. 4000 Leben, ja. Da, wenn, sobald ich ein Level geht es ja sowieso ab. Ausdauer ist in Ordnung. Sauerstoff passt. Nahrung viel zu viel, wie immer. Gewicht, naja, geht schon. Nahkampfschaden ist nicht schlecht. Ja. Geht dann schon. Prägung habe ich noch nicht, ist klar. Aber das passiert dann demnächst. Da ist er, mein Rockträg. So, den müssen wir jetzt erstmal hochpushen. Ein Erdbeben. So, also muss er halt reifen, hilft ja alles nichts. So, und diese Waffe, die kann ich dann praktisch, diese Ladungslampe, auf die Null klatschen. Ah, die ist dann geladen. Okay. Mittlere Intensität. Und die kann ich anschalten oder was? Ja, anschalten. Ah, ach ja, aha. Das ist ja geil. Davon brauche ich eigentlich ein paar mehr. Abschalten. Und dann würde ich die gerne mitnehmen. Aufheben. Ah, man kann es auch hohe Intensität auch stellen. Aber ich würde gern mehr davon haben. Okay, dann brauche ich ein paar geladene Batterien. Merken. Ausführen. So. Du bist noch ein Baby Rocky, aber du wirst dann was anderes. So, das heißt, ich bräuchte mal, warte mal, was kann ich jetzt eigentlich hier irgendwas machen mit Ladung? Ne, wahrscheinlich nicht. Na, mit Lay sowieso nicht. Ja, Ladung, mit Lad kann ich Leder machen, ja, sehr sinnvoll. Lampe. Oh Mann. Mit Lampe gibt es überhaupt nichts. Also das bringt irgendwie nicht so viel. So, Doggy. Ja, du bist nicht so toll. Ich glaube aber der andere ist gut, der Lux. Ja. Oh, keine Nahrung mehr. Ich muss euch was zu fressen besorgen. Da habe ich ja jetzt gar nicht drauf geachtet, dass die nichts zu fressen haben. So ein Cheat. Beziehungsweise ich war das letzte Mal noch dabei, denen was zu fressen zu geben und dann hatte ich aber mich ständig um andere Sachen gekümmert, ja. Logisch. Dann geht's halt kaputt. Du siehst schon lustig aus. Nichtsdestotrotz, du heilst trotzdem, auch wenn du nichts zu fressen hast. Du bist ja witzig. Wie sieht es bei dir aus eigentlich? Aberrant Spino ohne Name? Ja, du hast noch ein bisschen was. So, und du hattest auch keine Nahrung, oder was? Ja, du hast Nahrung. Hattest du keine Nahrung? Doch. Hä? War es nur der eine, der keine Nahrung hatte? Na gut, dann steckt man den anderen Scheiß erstmal in den Kühlschrank. Aha, von wegen in den Kühlschrank, da ist ja kein Platz. Ja, steckt man es hier rein, da hält es ja auch ein bisschen. Ich glaube sogar länger als im Dino. Naja, ich glaube die Bären nicht wirklich. Oder? Bin mir nicht sicher. Ist auch egal. Das können wir nachladen einfach.
Kann man einfach laden. Das ist schon mal gut. Und es wird also praktisch nur für die Ladungslampe nur die Ladung verbraucht, nicht die Batterie an sich. Das ist gut. Das gefällt mir. Haben wir wieder was gelernt. Schön. Reifeprozess 3,8. Jawohl. Braucht Zuwendung in 1,5 Stunden. Ja, so lange zocke ich jetzt aber nicht mehr. Kriegst noch mal was. So. Auch ein komisches Viech, dass das einfach mal Gift fressen will. Naja, warum nicht? So, hi. So. Du bist ja noch voll scheiße. Aber du bist generell voll scheiße. Du bist nur Level 160 oder so. Dich können wir eigentlich ausschalten. Tschüss. Ach, das Eierzeug wirkt trotzdem oder was? Nee. Das dürfte doch jetzt auch nicht mehr wirken. Keine Ahnung. Du hast wieder ein Level ab. Okay, warum nicht? Weil du kannst mich dann jetzt auf jeden Fall be bequem tragen. Ach, ich habe noch keine Copper Coal Ding, oder? Weil das ist nämlich gut für, um die Organic Polymer mitzunehmen. Hat da drin jetzt noch was gemacht? Nee, schalten wir es mal aus. Weil die Ladungsakkus müssen wir erstmal wieder neu laden. So, fertig. Jetzt haben wir also genug Munition für meine Schrotze, das ist schon mal schön. Schön. Nice. Ladungslampe ist nicht mehr ganz voll geladen, ist klar. Aber funktioniert ganz gut. Also die kann man hinstellen. Das ist nichts, so um sich rumzutragen. Oder gibt es da doch noch irgendwas anderes? Aber ich nehme mal wahrscheinlich nicht. Warte mal, was habe ich noch? Wieso bin ich denn müde, Mann? Wo ist denn mein? Da. Na, da gibt es nichts dabei. Wenn, dann wäre es S plus. Hallo. Elektrisch ist es ja nicht wirklich. Aber mir fällt gerade ein, wegen Licht, ne? Da brauche ich ja nicht meine Ladungslampe. Mit den Mods, die ich drin habe, könnte ich mir einen tragbaren Generator mitnehmen. Ein, zwei Kabel. Und so vier Lampen und los geht's. Und dann bin ich überall geschützt. Das ist ja voll geil, fällt mir gerade ein. Gaskollektor, da ist er. Ja, ich glaube, den habe ich sogar schon gebaut. Oder? Nee, ich habe einen normalen gemacht, keinen S Plus. Bin mir nicht sicher. Nanny, Feeding Zoo for Babies, will raise the printing value, jawohl. Preserving Salt. Can use Tech-Generator, aber nur Tech-Generator. Ansonsten nimmt er Honig. Aber claimt keine Neugeborenen. Ja, okay, sonst macht es aber eben alles. Das muss ich mir eigentlich auch alles mal angucken. Aber das machen wir auf Aberration. Ja, vor Ragnarök mal richtig schön. Da muss ich mir, glaube ich, eh noch ein bisschen was überlegen, wie ich das mal richtig aufbaue. Ja, aber ansonsten sieht es hier nicht nach Ladung irgendwie aus. So ein, was auch immer das sein soll, da können sie also Eier und Scheiße produzieren. Und brauchen halt weniger Platz. Warum bin ich denn müde, Mann? Ich bin gerade aufgestanden. Das ist doch nicht normal. Oh. Könnte sein, dass er jetzt abgestürzt ist. Dann ist die Frage, was er sich zuletzt gemerkt hat. Ja, da ist das Shooter-Game. Ja, sehr schön. Dann mach's zu. Scheiße.
Schließe dieses Fenster, danke. Ja, schade. Ja, gut, dann lassen wir es jetzt trotzdem gut sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich guck mal, wie ich da wieder hinkomme. Schade, schade. Trotzdem keine Bewertung da lassen. Wie gesagt, den Rock trägt hammer effektiv. Kann sein, dass ich es nochmal machen muss, muss ich schauen. Und wir wissen, wie die Ladungslampe funktioniert. Auch ganz schön. Und dann schauen wir weiter. Bis dann.